Herzlich willkommen zur Vorstellung der BR 120 von Märklin mit der CDF Express Werbung. Ja, hier ist digital. Hier man sieht Artikelnummer 37534. Ja, hat, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, 140 Euro gekostet. Adresse 20 steht hier noch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gerade seht. Ja, jetzt. Ja. Verpackung gefällt mir. Hier ist sie ein bisschen kaputt. Nun werde ich das hier mal öffnen. So. Das hole ich dann auch einmal raus. Ist ein bisschen schwer. Ich mache es dann einmal so. Hier kommt noch eine Garantieurkunde zum Vorschein und das Fahrzeugheft. Und ja, jetzt machen wir einmal weiter. So, jetzt mache ich das hier mal weiter auf. So. So, jetzt mache ich das hier einmal auf. Und eine sehr schöne 120 kommt zum Vorschein. Die kann ich dann gleich auf der Anlage nochmal genauer zeigen. Ja, sehr schön. Ein bisschen heller kann ich es mal. So, jetzt. Ja, sehr schön, finde ich. Ja, die zeige ich auf der Anlage gleich nochmal genauer. Die Pantographen lassen sich einfach heben. Doch es ist etwas schwierig, die Pantographen wieder einzurasten. So wie hier klappt es gerade nicht. So, jetzt hat es geklappt. Und jetzt hat es doch hier noch einmal geklappt. Um den Pantographen zu heben, muss man einmal einen Ruck nach dem Pantographen einen Ruck nach rechts geben. So, dann kann man ihn heben. Hier beim vorderen Pantographen ist es genau andersrum, links und dann nach oben. Fertig.